Es sind nur ein paar Ruderschläge über den hinteren Weiher. Aber es ist eine weite Reise. Eine Zeitreise zurück ins Jahr 3708 vor Christus. Am anderen Ufer herrscht 4 Wochen lang Steinzeit. Am anderen Ufer wartet die Welt von den Pfahlbauern von Pfin. Überlebenswichtig. Eine Pfahlbausippe braucht Feuer. Eine erste Herausforderung für Christian Hinterberger und für Martin Imhoff. Der Zunderpilz fährt schon gleich mal einen ersten Funken. Ist gut, kannst du löschen. Hast du es? Sicher? Ja. Kannst du mal ein bisschen Zeug drauf tun, bitte? Ja. Los. Er ist nicht angekommen. Ist verloren, oder? Ja. Probier's auf der Rappe da. Mhm. Gerade. Ich muss ein helles Zeug nehmen. Der Rest der Sippe interessiert sich vor allem für die Vorratskammer. Das ist voll schön. Das ist gut. Schau, sie kommen. Ah ja. Grobe. Was ist denn da? Pass auf, da, schau, es kommt da. Honig vielleicht. Ja. Sehr gut. Mega viel. Das ist sicher Schwänzglas. Erbsli. Sag mal. Und dann. Was ist denn da? Nein, ist gut. Schmeckt gut. Ich glaube, das war der Milchtopf, der Ranz. Der Ranz? Ui, schau, Honig. 5 Minuten später, zweiter Versuch. Jetzt haben wir gehabt. Ist ausgegangen. Und das sind die Vorräte der Pfahlbauer in ihrer Siedlung. Im Weiher schwimmen Karpfen und Hecht. Das rechte kleinere Haus dient als Vorratskammer. Dort lagern 60 Kilo Getreide, 10 Kilo Haselnüsse, 4 Kilo Honig, 4 Kilo Trockenfleisch, eine Speckseite, Schweineschmalz, Teeblätter und ganz wenig Salz. Im Gehege sind Geißen und Wollensäu. Auf dem Feld und im Garten finden Pfahlbauer Weizen, Eichhorn, Sommergerste, Emmer und Kräuter. Ob der Vorrat jetzt für die 4 Wochen langt, kann ich im Moment sagen, es müsste eigentlich. Es gibt Modellberechnungen. Ich habe mich ziemlich an die gehalten. Ob es wirklich lange, sehen wir aber eigentlich erst am Ende von dieser Pfahlbauzeit. Hey, weißt du was? Schau! Sie geben nicht auf. Klappt es im dritten Versuch? Ja, das bleibt. Das Stroh ist nichts. Das Stroh kann aufhören. Das Stroh kannst rauchen. Das Stroh kannst wirklich rauchen. Das Stroh kannst rauchen, aber nicht anführen mit Stroh. Das ist mir gerade nicht tot sicher. Drei Mal wieder im gleichen Feld. Nein. Kann ich es wirklich nicht. Was lädt ein, das brennt. Ja, cool. Das muss. Oh, jetzt tut es. Jetzt brennt es. Nicht mehr blasen. Jetzt haben wir es nicht gehabt.
Ich bin Gott. Das hätte ich mir wirklich nicht vorgestellt, weil es ist sehr, sehr schwierig, am hellerlichten Tag Feuer zu machen, weil man sieht die Funken nicht, die auf den Zunder fallen. Im Dunkeln ist es kein Problem. Sie haben es trotzdem draußen versucht und es hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert und hat das Feuer drüben gebrannt. Also ich war schwer begeistert. Besuch aus dem Jahr 2007. Der Steinzeittrainer Wulf Hein weht Zippen im Geheimnis von der Pfiner Siedlung hier. Hallo. 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 Florina. Ja. Flavia? Ja, willkommen. Dann werde ich euch mal alles zeigen, wo was ist. Fangen wir mit den wichtigsten Sachen an. Frisches Wasser haben wir extra hergeleitet, weil es hier natürlich, ich weiß nicht, ob man es aus dem Teich trinken kann, würde ich lieber nicht machen. Knackfrisch, schmeckt hervorragend. Kann man sie auch ein bisschen waschen, Zähne ein bisschen sauber machen. Je nachdem, wie man es braucht. So, noch was davon. Die Arbeit wartet auf der anderen Seite des Waldes. Dort sind die Tiergehege und die Felder. Die Pfahlbauer sind mehr als nur Jäger und Sammler. Sie sind die ersten Menschen, die Nutztiere halten. Oh, jetzt. Drei Wulleschweine. Und gut immer wieder zumachen, sonst habt ihr Schweine gehabt. Die fühlen sich dann hier draußen auch wohl. Aber die haben nicht genug zu fressen für 2-4 Wochen, nehme ich mal an. Nee. Und wissen Sie, mit ihnen weiden oder was denkst du? Ja, ein bisschen Schneidelaub reintun, Eschenlaub oder so. Da aber auslassen auf freien Fall, denkst du, und weiden? Nee, die hauen ab. Ja, und die Ziegen auch. Ja. Also die Ziegen kann man am Strick antüdern, vielleicht irgendwo einen Pfahl rein antüdern, dass sie nur rumlaufen können. Aber die Schweine, die büchsen aus. Ja. Also ich glaube nicht, dass ihr die festhaltet. Die gehen mit euch durch dick und dünn anschließend. Ne? Der Wulf Hein weist die Pfahlbauer auf alle Tücken vom Steinzeitleben hin. Auf fast alle. Ich habe den Pfahlbauern schon kleinere Sachen verschwiegen, um sie ein bisschen zu ärgern. Mitten zwischen den Hütten steht so eine große Stinkmorchel. Ich weiß nicht, ob sie sie mittlerweile schon entfernt haben. Ich habe ihnen nicht gesagt, wo der Pilz ist und dass es eine Stinkmorchel ist. Aber das werden die schon alleine rausfinden. Ich habe ihnen ferner verschwiegen, dass das Schweinegatter drin in den Hütten so gebaut ist, dass ein normales Schwein das sofort hochhebt und stiften geht. Also bin ich mal gespannt, wie sie das Problem lösen. Pfahlbauer können nicht einfach in ein gemachtes Bett liegen. Die beiden Schwestern Florina und Flavia suchen Farn. Zusammen mit Tannenkreis gibt es eine prähistorische Matratze. Beim Schlafzimmer einrichten nehmen die Kinder das Zetter in die Hand. Es ist ganz klar, dass auch die Kinder voll mitschaffen müssen. Es ist aber nicht so, dass es in der Pfahlbauerzeit eine Kindheit gegeben hat, so wie wir es heute kennen, sondern das waren damals schon kleine Erwachsene gewesen und haben einfach nach ihren Kräften die Arbeiten genau gleich müssen ausführen wie die Grossen. Bei mir muss man noch ein bisschen verteilen, was ich noch gemacht habe. Ja, das ist ein grosses. Hey, kannst du noch ein bisschen übergehen? Ja, weißt du, ist ein bisschen verschwendet. Ich denke, da hat es noch ein bisschen wenig. Doch. Ich denke, da haben wir noch ein bisschen wenig. Nachher hat jeder kann sich ein Fell aussuchen. Ja, warte, jetzt vielleicht. Fälle sollten für die nötige Wärme sorgen. Ja, das ist ein grosses Mikro. Noch ein bisschen vorziehen, zum Türgen. Wenn es geht. Das Bett ist gemacht. Das erste Mal dämmert es über dem Pfahlbaudorf. Der Hauptunterschied ist eigentlich, es gibt keine Zeit da. Es gibt effektiv keine Zeit. Du weißt sie nicht, weil du keine Uhr hast, weil sie nicht gibt. Manchmal hört man Kirche ganz im Hintergrund. Du könntest erwähnen, was für eine Stunde sein könnte. Aber es gibt keine Zeit. Es ist immer genug Zeit für alles, was du machen willst. Ich stehe da schon auf. Morgen bin ich an der Gleitung.
Ich weiß. Die beiden Familien schlafen im gleichen Haus. Die erste Nacht im Pfahlbaudorf. Es wird keine idyllische Nacht.